Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Live in the Woods. Ja, wir sind ja nur fast am Verhungern und müssen jetzt unbedingt sehen, dass wir irgendwas... Cool, man rutscht hier richtig auf den See, ist ja cool. Ja, irgendwas zu essen kriegen, weil unsere Nahrungsvorräte sind so gut wie am Ende. Hoffen wir mal, dass wir hier jetzt irgendwas fangen und uns das mal schnell grillen können. Damit wir doch ein bisschen an Nahrung kommen und nicht so ganz hungrig sind. Und Starving tun wir jetzt mittlerweile auch schon. Kann nur hoffen, dass wir wirklich einen Fisch kriegen. Aber... Soll es wirklich nicht so sein, dass man hier angeln kann? Ach, nur beiß an da. Na komm, Fischi. Einer wenigstens. Ich hab Hunger. Einer. Gut, noch einmal probieren. Ja. Packen wir mal die Angelschnur aufs Eis. Das ist das Beste, was man machen kann. Ich höre auch ein Skelett irgendwo, aber ich muss jetzt unbedingt was essen. Und ich beiß kein Viech an. Na komm, einer wenigstens. Komm, ich habe mir extra eine Angel für euch gebaut. Einer, bitte. Das einzige aufgefrorene Wasser. Okay, das wird wohl nichts. Warum wird das nichts? Ich hoffe, da hinten ist das Meer. Sieht zumindest ganz gut aus. Bin ich nur in der Eislandschaft hier oder bin ich direkt im Winter gespawnt? Lauf schon auf dem Meer. Das ist ja auch spannend. Bricht man in Minecraft ein? Nee, ne? Okay, jetzt aber hier. Den Hai am besten. Oh, warum hängt jetzt das Spiel? Ach, der baut schon wieder auf. Der soll nicht aufbauen, der soll mit dem Fisch an die Angel hängen. Ein Fisch, wenigstens ein. Na, ja. Ei. Wenn wir uns auch gleich mal grillen, ich werde das mal auf Festland machen, nicht, dass mir der Ofen hier durch das Eis bricht. Roter Lachs, sehr schön. Dann machen wir den bloß fertig. Hab tierischen Hunger. So, nur der nächste bitte. Komm, euch fressen sonst nur die Haie. Ah, habe ich die weggezogen vor. Ah, war ein bisschen so voreilig. Da hinten läuft übrigens Lava aus dem Berg. Also Lava haben wir genug. Müssen wir auch Diamanten finden, ne? Na komm, ein Fisch jetzt hier. Aber bitte nicht der Hai da unten. Also die Gewässer kann man nur mit dem Boot überwinden hier. Also kann doch kein Fisch beißen, wenn du Hai da rumschwimmst. Schlimm mit dir. Aber wir werden erstmal hier was essen. Sind immer noch hungrig wie Sau. So, hier ist kein Hai. Oh, nicht ins Wasser rutschen hier. Vielleicht beißen sie hier besser. Da kommt schon einer. So. Eine Tintenfisch oder was auch immer. Super. Ist mir egal, ich esse alles heute. Na, hier läuft es gut. Bisher.
Da kommt er. Was habe ich daraus gezogen? Knochen? Tatsache. Okay. Hoffe, die sind genießbar. Herzhaftes Häppchen, das ist gut. Sagt mir, das schmeckt lecker am Ende. Ist das Sushi? Gut, renn damit. Egal, ist das alles. Sieht ja nicht schlecht aus. Da läuft einmal Wasser raus und einmal Lava. So, ich denke mal, wir werden uns hier erstmal satt angeln. Zumindest wenn es weiter so gut läuft. Und wenn ich nur noch Knochen rausziehen. Oder gar nichts wie jetzt. Ich sehe auch keinen, der auf meine Angel zusteuert. Die wollen nicht mehr. Da kommt er. Sieht aber nach einem sehr kleinen Fisch aus. Glaub nicht, dass wir davon satt werden. Eine Angelfolge ist das nicht was Schönes. Ich finde es schön, wenn man hier drauf rumrutscht. Kann sich Schlittschuh craften? So ein Häppchen. Herzhaftes Häppchen. Naja, gut. Ist mir gerade egal, Hauptsache irgendwas zu essen. Ist es wieder zu dicht an den Haien? Nö, eigentlich nicht, ne? Ich schwimme ja da hinten. Fröhlich durch die Gegend. Ja, das sieht ja auch eklig aus. Zumal ich ja sowieso der Fischfreund bin. Und so gerne Fisch esse. Na komm, einen noch und dann sind wir satt. Eure Freunde habe ich nicht gegrillt. Schon gar nicht gegessen. Den geht's jetzt viel besser. Die Sonne geht schon wieder unter, ich wette irre. Muss schon wieder nach Hause. Gut, müssen wir uns die zu Hause grillen. Wenn wir wissen, wo zu Hause ist. Aber zu Hause müsste da lang gegangen sein. Kann auch nicht sein, dass die Zeit immer so schnell vergeht hier in Minecraft. Das ist ja nur am Nachhausewetzen. Jetzt muss ich nur hoffen, dass ich den Weg finde. Aber hier an den Tümpeln bin ich vorbei. Hier habe ich das erste Mal geangelt. Hier müssten wir angefangen haben. Und wenn ich mich recht erinnere, sind wir... Ich habe von keine Ahnung, von irgendwo gekommen. Ah, von da. Gut, der Weg ist nicht weit. Haben wir noch ein paar Steine bei? Ja. Die könnten wir dann hier nämlich auch noch ranmachen. Haben wir einen vernünftigen Weg hier rein. So. Schippe. Wo ist meine Schippe? Da. Dann machen wir hier auch noch vernünftig. So. Und dann haben wir erstmal einen vernünftigen Weg. Habe ich jetzt den Sand da reingemacht? Ich weiß es nicht. So, dann grillen wir uns hier halt unseren Fisch zu Ende. Sind wir wenigstens in Sicherheit. Was haben wir hier überhaupt? Textilgarten. Wenn wir wahrscheinlich Baumwolle draus machen können, ne? So, davon haben wir ein bisschen was. Müssten wir uns eine Hohe bauen demnächst. Na, warum nimmst du das nicht? Und den kleinen haben wir auch noch drin. Und wir sind tatsächlich mal wieder halbwegs satt. Okay. Dann haben wir hier Kies. Habe ich nicht mehr Steine? Ich habe hier so
sonst was gebuddelt und habe nur so wenig Steine. Aber hier ist mir alles noch zu tief, die Decke. Möchte ich ein bisschen höher haben. Genauso wie hier. Oh, der liegt da. Lassen liegen. Oh, ja, das ist schon okay so. Gut, dann bauen wir uns hier mal weiter runter. Das war vielleicht, denn auch diese Höhle da nutzen können und uns ja, mit den Ressourcen da irgendwie vollstopfen können, die wir wahrscheinlich finden werden. Zumindest hoffe ich es. Auf jeden Fall sehe ich, dass hier jetzt Ende ist. Ja, eins tiefer eigentlich. Naja. Egal. So, die Spinne hat uns wohl gesehen. Dann haue ich hier mal ab. Gut, man sieht hier natürlich überhaupt nichts. Da unten ist mein Steinchen. Gut, lohnt sich das überhaupt da runter zu gehen? Ich weiß es nicht. Aber bestimmt irgendwie schön, wenn man da was hat. So ein Notausgang oder so. Oh, das war ja alles Erde. Die kann hier dann auch erstmal weg. Muss ja dann auch nicht hier drinne sein. Und man kommt wenigstens ein bisschen voran. Ah ja, hier. Dann nehmen wir doch gleich mal den Stein hier weg. Das ist die obere. Okay, haben wir hier noch einen Ausgang. Oder? Naja, sieht ein bisschen komisch aus alles. Mein Gott. Ist halt so. Kann man ja alles noch umstrukturieren. Jetzt muss ich mir noch eine Schippe bauen. Haben wir noch Stickies? Nein. Natürlich nicht. Aber ein Creeper vor der Tür. Oder eine Spinne ist das, ne? Oh. Ich weiß gar nicht, ob die Fackeln die hier einfach abhalten. Davon habe ich keine Ahnung. Aber ich fühle mich wenigstens halbwegs sicher. Kann natürlich auch ein Trugschluss sein. Die Höhlenarbeiten, die schreiten hier gut voran. Muss nur aufpassen, dass ich auf der anderen Seite nicht wieder rauskomme, wenn hier so viel Erde ist. Was haben wir da? Mabel. Oh, wird langsam dunkel hier, wa? Da machen wir eine Fackel ran und da auch. Na, nee. Da haben wir ja schon einen riesen Raum hier ausgehoben. Und das in der kurzen Zeit. Okay, dann machen wir hier aber. Ja, ein anderer Boden wäre natürlich nicht schlecht, aber wir haben noch gar nicht Großmaterialien, um hier was auszubauen. Und hier haben wir Sand oder Erde ist das ja. Kreide, da hatten wir Kreide. Limestone, den werde ich mitnehmen. Und hier habe ich noch Ecolit. Das Eisen werde ich auch erstmal hier lassen. Und da liegt ja noch ganz viel Erde. Ja, wenn wir das mal hier noch ein bisschen ausbauen, die Ecken zumindest hier, dann muss ich mal sehen, dass ich irgendwie mal ein Bett hinbekomme, dass ich mir hier echt mal ein Schaf suche. Werde ich mir mal gleich noch eine Schere bauen, dann brauche ich die auch nicht umbringen. Das wäre eigentlich eine sehr gute Idee. Also, eins, zwei, bis zu erreichen. Dann ist das eigentlich etwas schoner.
Oh, nehmen wir das hier mal alles weg. Irgendwie gefällt mir das hier alles noch überhaupt nicht. Kann der im Grunde auch weg? Der auch weg. Dann machen wir das nämlich anders, dann geht die Treppe direkt hier runter. Ja, so machen wir es. Ja, und hier geht auch noch mal eine Treppe runter. Ja, irgendwie kriegen wir ja hier langsam Muster rein. So. Dann gefällt mir das hier noch irgendwie nicht. Machen wir mal hier so eine richtige Ausbuchtung rein erstmal, bis wir wissen, was wir hier überhaupt reinmachen. Gut, gefällt mir besser. Der kann auch weg hier. Ja, was mir nicht gefällt ist, dass wir da direkt ins Bodenlose fallen. Sollte man vielleicht überlegen, ob man hier so einen Zaun vormacht. Weil so in Panik kann man da schnell mal runterfallen, möchte ich sagen. Oh, hier draußen ist richtig Action. Den Nachteil, man sieht nichts. Hier hatten wir irgendwas rausgeschlagen wahrscheinlich. Ist auch sehr harter Fels hier, muss ich mal sagen. Könnten wir doch eigentlich mal eine Eisenpickaxe machen. Einfach mal so aus Lust und Dollerei. Wo ich dir mehr brauche dann für den richtigen Abbau, ne, von Materialien wie Gold und so. Wäre im Grunde blöd, wenn ich mir die jetzt schon kaputt mache hier mit ein bisschen Stein. Also geht's weiter mit der Steinaxt. So viel Eisen habe ich auch noch nicht, dass ich da großartig ja variieren könnte. Ah, da brennt er. Na, dann werden wir mal einen guten Tag sagen. Ach, er ist natürlich da. Uff! Was, die ist noch böse? Denk, am Tag sind die nicht böse. Da war ich doch noch zu früh draußen. Nein. Puh. Na gut, war ich nicht schnell genug. Ärgerlich. Aber wie ist er denn jetzt durch mein Haus gekommen? Das wäre es ja gewesen, sprengt er mir hier meine Bude in die Luft. Vor allem hier, wo die ganzen Kisten und so sind. Und das wäre was geworden. Da hätte ich ja gefeiert. Ja, da haben wir hier noch den Sandstein und Mabel. Oder Marble. Oh, Rottenfleisch kann auch hier rein. Hatte ich nicht Knochen auch hier schon drin? Hatte ich. Gut. Na, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge für. Ach, ich habe ja noch Schnee in der Tasche. Oh. Na, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Machen wir die Türen hier zu. Sicherheit geht vor. Sonst hängt man plötzlich hier einen Creeper drinne und ich werde das nie lernen. Ja, hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Live in the Woods. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und sage bis dahin Tschüss.